Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Dieses Mal wieder ein Masterbuilder. Relativ neu der Blueprint. Ich glaube erst vor, ich weiß nicht wann das Video rauskommt, aber heute ist der 29. oder 30. oder so, 10. Und habe gestern quasi die Meldung bekommen, neuer Blueprint verfügbar vom Combat Wombat. Und jetzt habe ich einen Namen auch schon gesagt, steht ja auch schon im Titel, kein großes Geheimnis. Temple of the Soul Eater. Und ich habe mir die Steam-Beschreibung mal durchgelesen. Bring's nicht mehr haargenau zusammen, aber so von wegen, er wollte irgendwie so Halloween-Zeugs machen und so Gruselbahn. Und Story zu der Bahn gibt's nicht, soll man sich selber ausdenken, viel Spaß beim Fahren. So in die Richtung war der Steam-Beschreibungstext. Könnt ihr euch selber gerne mal durchlesen. Ich habe es furchtbar witzig gefunden. Link und so natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ja, dann platzieren wir das Ding mal. Meine Baupläne. Wenn ich jetzt Tempel eingib, befürchte ich Furchtbares. Ja. Wer wieder dezent aufmerksam macht, ne? Egal. Hier Temple of the Soul Eater von Combat Wombat. Und ich muss anscheinend Terraforming. Na, muss ich nicht. Combat Wombat, was ist los? Warum gibt's keine Sync Me, See Me Platte? Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ja gut, dann platziere ich wieder auf Verdacht. Ich könnte mir jetzt auch die Entschuldigung, die Screenshots ansehen. Aber ich denke, dass man so hier ganz gut dabei ist. Wenn es falsch platziert ist, sorry. Aber keine See Me, Sink Me, Hide Me Platte. So. Gibt es da auch eine Bahn oder ist das nur das Gebäude? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist nur das Gebäude. Okay. Na gut, wenn dem so ist, dann ist dem so. Also, ja. Es ist ein Blueprint, es heißt, es hat auf alle Fälle unter 4000 Teile oder maximal 4000 Teile, da schaue ich am Schluss noch gleich. Und es sieht fantastisch aus. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, da ist gar keine Bahn drinnen. Es sieht einfach fantastisch aus. Mit netten Soundeffekten. Das ist, ach, das sind die Raumschiffdüsen, die er hier verwendet hat. Wie hat er den Flackereffekt hinbekommen? Sehr cool. Einfach sehr, sehr cool. Drinnen ist nichts. Okay, es gibt keine Bahn. Es ist ein Gebäude-Spotlight. Aber allein dieses, ja, Tür kann man es nicht nennen, dieses Portal, das ist ja Wahnsinn. Mega gut. Mega gut. Also wer noch Dekoration sucht für seinen Horrorbereich, bitteschön. Kann man auch sehr gut vorstellen, dass man hier eine Bahn reinbauen könnte. Wenn man das alles aushöhlt innen, könnte man machen. Das ist ja ganz eine kleine Kinderbahn oder so. Es hatte tatsächlich schon lange nicht mehr ein Gebäude-Spotlight. Sehr schön.
Der Turm ist, soll man da noch sagen? Wie hat er das gemacht mit den bunten Fenstern? Er hat wahrscheinlich die Reklametafeln genommen. Gehe ich davon aus. So, dann schauen wir es uns natürlich in der Nacht an. 22 Uhr. Ja. Top. Wirklich ein Top-Gebäude. Combat Wombat. Really great work. Ach, hier hat man noch Platz für Shops dann quasi. Hier könnte man theoretisch Shops reinbauen. Sehr cool gemacht. Alles selbst gebaut natürlich. Mega gut. Absolut top. Was sind das für Teile? Sind dies die Nasen? Ich weiß schon, man soll nicht nachschauen, aber mich interessiert es jetzt, was das für Teile sind. Kann ich natürlich wieder mal nicht markieren. Frontier richtet das mal, dass man mag. Schnabel einer uralten Goldstatue. Okay. Top. Es sieht so genial aus. Und von dem Portal bin ich nach wie vor begeistert. Ich denke, das wird hier so mein Thumbnail. So, was haltet ihr davon? Meinungen und so gerne in die Kommentare. Link in der Videobeschreibung, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Und danke fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.